wir spielen heute den Zerstörungssimulator in Roblox. Das heißt, wir haben hier diese wunderhübsche kleine... Ich weiß nicht, ob das eine Waffe sein soll oder irgendeine komische Selbstkonstruktion. Warum haben wir hier eine kleine Taschenlampe dran und dann dieses Rohr? Und ich meine, I guess es schießt. Wir können hier diese Straße nämlich zerstören. Bam, da seht ihr es schon. Und das ist genau das, was wir tun, okay? Wir zerstören Dinge. Da, bam, Level 2, zack. Wir haben außerdem Nigelnagel9 Merch, der ist seit Anfang des Monats da, falls er euch gefällt. Und ihr gerne welche für euch holen möchtet, dann klickt den allerersten Link in der Videobeschreibung. Dann kommt ihr nämlich zu meinem Merch-Shop. Da sind auch noch viele coole andere Designs. Und wir kriegen so kleine Lego-Steinchen, wenn wir was zerstören. Cute. Was ich denke, was hier nämlich wirklich unser großer Auftrag ist, wir wollen diese Hühnerkanone, keine Ahnung, schießt die Hühner? Ich muss es rausfinden. Kommen kleine Hühner daraus, die dann die ganzen Sachen attackieren und zerstören? Ist es... Ich kann nicht leben, ohne das herausgefunden zu haben. Okay, die Hühnerkanone ist, was wir kriegen müssen. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, nein, es ist alles wieder da. Wir müssen alles von vorne zerstören. Kein Problem, da können sich die anderen drum kümmern. Mit ihrer komischen Rennstrecke. Wir verkaufen hier nämlich alles, haben 44 Münzen gekriegt. Das heißt, ob wir es wollen oder nicht, wir zerstören hier... Oh, so ist die Rennstrecke eigentlich ganz schön. Was zerstören wir denn dann? Am besten wahrscheinlich die Tribüne. Die können wir nicht gebrauchen. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Granate. Mal gucken, was passiert, wenn wir die hier reinwerfen. Oh, 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 okay, wir haben die Zündung gelegt und... let's go. Perfekt, da hat noch unsere Waffe nachgeladen. Zack, neue Granate. Ich denke, ich werfe die mal hier so rein. Aha. Wir gehen ein Stück zurück. Wir schießen hier. Pim, pim. So, die anderen sind hier auch fleißig. Wir hauen das gelbe Auto noch weg. Das braucht kein Mensch. Ich denke, wenn wir hier nochmal eine Granate reinlegen... Leistet die uns gute Dienste. So, das gelbe Auto ist entfernt. Ich denke, das Weiße ist unser nächstes Ziel. Bam, da geht auch die Granate hoch. Perfekt, kommt direkt die nächste. Zack. Ich frage mich, was passiert. Angenommen, wir legen jetzt mal hier eine Granate rein. Und wir gehen nicht weg. Okay, wir bleiben hier drauf stehen. Fliege ich mit hoch? Nein. Okay, scheinbar machen die nur den Autos Schaden. Unser kleiner Rucksack ist gerade leer geworden. Es ist, glaube ich, auch einfach ästhetisch kein hübscher Rucksack. Wir gucken mal, was das Geschäft uns hier so bietet. So, was haben wir? Das ist unser Starterwerfer. Ah, der schießt auch nur einen Schuss. Okay, der braucht sehr lange zum Nachladen und sieht ein bisschen clunky aus. Für 40 Münzen könnten wir uns einen einfachen Launcher kaufen. Aber für 150 Münzen, und das ist nämlich genau das, was wir haben, können wir uns diesen Spionageschützen holen. Ich bin mal gespannt. 20 Explosionen. Hell yeah. Und dann kaufen wir uns noch ein bisschen hübscheren Rucksack. Das ist der, den wir gerade haben. Sieht nicht so hübsch aus. Der hier sieht cute aus. Ein bisschen so eine Minecraft-Ästhetik, muss ich sagen. Der hier sieht aus wie ein Kühlschrank. Was ist denn mit dem los? Wir kommen ins nächste Level, nämlich Level 5 ist das hier. Wir gucken mal, was wir hier zerstören können. Okay, das sieht aus wie eine Baustelle. Ich glaube, das ist eine Baustelle. Gucken wir mal, was der neue... Oh, was der neue Launcher so kann. Ja, der macht ordentlich was. Wir legen hier was rein. Zack. Arbeiten an den Boxen hier drüben. Piu, piu, piu. Es wird alles neu gerendert. Nein! Dem Bagger hier geht's jetzt erstmal. Oh, ich glaube, die Schaufel ist dafür gemacht, dass ich hier eine Granate reinlege. Hell yeah. So, piu. Da wurden wir ganz schön zurückgeschleudert. Ah, wir verkaufen mal. Oh mein Gott, sich porten. Perfekt, perfekt, perfekt. Und wir wollen natürlich, jetzt wo wir ein bisschen Geld verdient haben, gucken mal, was es im Bombendepartment so gibt. Die Granate war ein bisschen enttäuschend. Dynamit 20 Explosionen, wenn die Granate 10 ist. Aber 20 macht ja schon unser Raketenwerfer, deswegen etwas lame. Hier haben wir 25 und das sind 50. Die kann ich mir nicht leisten. Dann wird es wohl die Rohrbombe. Die sehen alle sehr ulkig aus. Das ist nicht, wie ich mir eine Rohrbombe vorstelle, aber vielleicht habe ich einfach wenig... generelle Bomben-Insights, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was kriege ich hier? Belohnung? 3 Level? Okay, hell yeah. Level 9 nehme ich. Leute, wir testen unsere neue Granate hier hinten bei diesem Kran. Okay, ich werfe die hier einmal strategisch reinplatzieren. Passt auch farblich gut und... Okay, da geht schon ordentlich was weg. Das gibt uns 50 Teile. Wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Rucksack. Aber das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir können uns hier diesen Kühlschrank-Rucksack kaufen. In dem jetzt 250 kleine Teils Platz haben. Hoppala, ich bin aus Versehen in den Shop gegangen. So, wir rennen jetzt natürlich einfach ein bisschen durch die Gegend und zerstören Dinge. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend geknallt werde. Sonst habe ich hier jedes Mal eine lange Reise zu gehen. Das macht weniger Spaß. Aber wir holen uns hier unsere Teilchen.
und da ist der Rucksack voll und wir haben wieder 500 Münzen verdient. Let's go! Wie ich gesehen habe, ist der nächste Schritt dieser Standardwerfer. Das ist aber nur ein Step-Up von 20 auf 25 und ich habe ein bisschen extra Geld unser Grindet, damit wir uns direkt den Upgrade-Werfer holen können, der hier einen Feuerstoß macht. Okay, hier Einzelschuss. Was wollen wir damit, ha? Feuerstoß ist, was wir wollen. 75, let's go. Plus die Nachladezeit ist auch nochmal. Oh, die ist hier nur auf 3 Sekunden. Okay, die ist hier etwas länger. Aber ich denke, wir können damit leben. Sieht auch cool aus. Level 10. Ha, das ist unser kleiner Bauernhof. Oh, wie süß, das ist eine kleine Farm. Schade, dass das Zuckerrohr jetzt wohl eher... Oh, eine kleine Brandrohrsituation ist. Oh mein Gott. Das fühlt sich so viel besser an. Yeah, alles explodiert. Hier kann ich eine Mine legen, beziehungsweise eine Rohrmine oder sowas. Da kommen halt auch so viele neue Explosionen. Perfekt. Wir können hier theoretisch entweder das Campingpaket kaufen. Unser Rucksack ist nämlich ständig voll. Oder wir gehen direkt aufs Reisepaket. Das Deluxe-Paket können wir uns nicht leisten. Ich glaube, mit dem Reisepaket sind wir ganz gut bedient. 1000 Teils können wir jetzt schon drin aufbewahren. Dann geht's wieder in unser kleines Level 10. Das ist hier drüben. Let's go. Offen. Wir gehen an die Scheune, okay? Jetzt Achtung, ich speedrun das für euch. Okay, wir legen hier eine Mine rein. Zack, damit es hier schon mal von drin ein bisschen was auflöst. Und dann hauen wir hier alles auseinander. Let's go. Oh, ich muss es auf das Objekt gerichtet halten. Es fühlt sich noch nicht direkt an wie ein Feuerstrahl, okay? Das war nicht, was ich ganz erwartet hätte. Ich habe gedacht, es ist mehr so eine Art Flammenwerfer-Situation, dass es halt auch durchgehend einen Strahl hat. Aber macht Sinn, wenn es noch die Nachladezeit hat, dass es die bisschen mehr so... Oh mein Gott, unsere 1000 sind schon voll. Oh, wir haben einen Supersprung. Yay, für 8 Minuten. Wir können super hoch springen. Nice. Und wir kaufen uns unsere nächste Bombe für... Oh nein, die kaufen wir uns nicht. Wir können uns den explodierenden Spionagestift kaufen. Was haben wir gerade? 25. Das wäre 75. Okay, ich glaube, das lohnt sich. Let's go, der Spionagestift. Mal gucken. Okay, wir springen hier rüber mit unserem Supersprung und gucken, was der Spionagestift macht. Denkt ihr, der Spionagestift reicht, um diesen kleinen Traktor zu droppen? Schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir es zusammen testen. Ich platziere ihn hier auf dem Dach. Keiner wird es jemals erwarten und let's go. Das ist ein bisschen mehr Wumms, als wir davor hatten. Perfekt, wir arbeiten weiterhin an der Scheune. Nein, die Scheune wurde uns weggenommen. Obwohl das halt auch einfach sehr fun ist. Also, ich weiß nicht, ob ich sonst auf den Traktor kommen würde. Guckt euch das an. Bam. Oh, das Hochhaus ist ein Selbstläufer. Kitsching. Okay, bevor das Ganze hier neu rendert, denkt ihr, wir kriegen es hin, diesen Tower hier einmal umkippen zu lassen, ob das geht? Weil theoretisch kann der ja nicht halten, wenn hier nur so ein paar Ebenen sind. Okay, hier bitte render nicht neu. Yes, okay, wir haben nur noch einen. Hier können wir einen Stift platzieren und... Yes, wir haben es geschafft, der kippt um. Jetzt müssen wir nur noch den paar zerstören. So, der Tower hat sich ausgetauert und wir haben geschlagene 9000 Coins verdient bisher. Das schreit nach einer neuen Waffe. Okay, Raketen. Wir, oh, das können wir direkt überspringen, der kostet nur 3,5. Wir haben ein bisschen mehr. Wir können direkt für den fortgeschrittenen Flammenwerfer gehen. Ich glaube, das da hinten, der Bienenshooter, oh mein Gott, aber der kostet 15.000, den können wir uns nicht leisten. Der fortgeschrittene Flammenwerfer, der hat natürlich nur mal 30. Der, den wir gerade haben, hat mal 75, aber den müssen wir alle 4 Sekunden aufladen. Und mit dem hier können wir jede Sekunde schießen. Das heißt, wir können viermal so oft schießen. 4 mal 30 ist 120 und das ist mehr als 75. Aber das scheint sich auch noch nicht so richtig zu lohnen. Egal, es wird jetzt erstmal der Flammenwerfer, weil das ist einfach, wofür wir gerade das Geld haben. Wir brauchen einen größeren Rucksack. Können wir uns weiterhin nicht leisten, weil wir unser ganzes Geld immer rausblowen. Dafür haben wir Level 15 erschlossen, was so eine Art Burg zu sein scheint. Hier können wir auf jeden Fall mehr schießen. Aber das ist nur ein Einzelschuss. Das andere hatte 3 Schuss. Ich muss sagen, ich glaube, der, den wir davor hatten, war ein bisschen besser. Der hat sich effizienter angefühlt. Hier muss ich jedes Mal selber klicken. Oh, bam, den haben wir weggeblowt. Piu, piu. Bye, bye, Haus. Und das sieht tatsächlich auch ein bisschen mehr aus wie ein Flammenwerfer, falls ihr das seht. Verkaufen. Und da sind wir wieder. Zack, zack, zack. Wisst ihr, was ich meine? Der hat hier so ein bisschen die Feueranimation going. Wir haben weniger Knockback. Wir fliegen nicht die ganze Zeit aus der Map. Hat ja auch was. Wir können das Dach hier runterschießen. Oh, hoppala, das fliegt ganz schön weit. Yeah, let's go.
Ich glaube, das schreit nach einer Mine im Kamin. Zack. Und wir können uns selber so ein bisschen nach oben boosten. Ka-ching. Und dann kaufen wir uns einen größeren Rucksack. Wir haben jetzt diesen schicken Koffer. Der sieht natürlich auch sehr viel mehr stylisch aus. Den sieht man überhaupt nicht. Oh mein Gott, der Koffer ist undercover. Oh, wie sollen wir da drin denn 2.500 Blocks platzieren? Leute, wir haben gerade einen Haufen Gimmicks bekommen, okay? Wir haben jetzt zweifache Münzen. Wir sind leider immer noch erst Level 16. Das heißt, wir müssen hier weiter die Burgen und Häuser zerstören. Obwohl sich das sehr gut anfühlt hier mit unserem kleinen Flammenwerfer, den wir haben. Bam, damn. Hier das Haus. Da haben wir schon ein bisschen dran geworkt, falls ihr das seht. Zack, zack, zack. Oh, das hat richtig Treppen drin. So, wir sind schnell, wie ihr seht. Wir haben einen super Sprung und wir kriegen doppelt so viele Münzen, wie wir normalerweise kriegen würden, wenn wir was verkaufen. Das heißt, unser Rucksack, ich bin so gespannt, was wir kriegen für 2.500. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Vielleicht bringt uns das ein Stückchen näher zur Hühnerkanone, die wir uns ja schon so lange wünschen, um endlich herauszufinden, werden es Hühner? Ich meine, der Feuerwerfer macht Feuer. Es würde nur Sinn machen, dass die Hühnerkanone Hühner schießt. Was denkt ihr? Und verkaufen? 10.000 Münzen? Let's go. Wir müssen noch zwei, dreimal das gleiche machen und dann haben wir unsere Hühnerkanone. Ich habe auch das Gefühl, die ganzen Sachen schießen weiter. Ich werde nicht mehr so viel genockbackt. Ich fühle mich hier sehr viel stärker als in Level 1. Ich frage mich, was wir ab Level 20 für Sachen kaputt machen können. Weil logischerweise, wir haben erst die Farm, wir haben die Baustelle, jetzt haben wir das Wohngebiet mit der Burg. Die Burg macht ein bisschen keinen Sinn. Ich frage mich, was das nächste ist. So, Leute, nur noch ein paar Schüsse, dann haben wir unsere 2.500 und dann können wir endlich das große Mysterium lösen. Was kommt aus der Hühnerkanone? Und wir haben genug Geld, let's go! Ab ins Geschäft, ab ins Geschäft. Okay, here we go, wir überspringen den Bienenshooter. Der Bienenshooter ist mir egal. Was wir wollen, bist du und nur du. Die Hühnerkanone, ausgerüstet, Shop verlassen, let's go! Leider haben wir das Ding da drüben schon relativ zerschossen, aber die Farm sieht noch gut aus. Okay, okay. Außerdem, Hühnerkanone. Wo soll ich sie sonst testen, wenn ich in der Farm? Hühner, go! Oh mein Gott, es kommen Hühner raus. Habt ihr das gehört? Da kommt ein kleines Hühnchen raus. Let's go. Guck, das macht so ein kleines Geräusch. Und das Hühnchen, das legt richtig los. Ich meine, guckt euch das mal an. Oh mein Gott, das ist alles, was ich mir jemals erträumt habe. Bumm, das Dach ist weg. Die Scheine brauchen wir nicht mehr, denn das Hühnchen ist jetzt frei. Das Hühnchen wohnt mit mir in seiner Hühnerkanone. Ich wünschte halt, die Hühnerkanone wird ein bisschen schneller schießen oder ich könnte mehrere Hühnchen auf einmal schießen. Das ist das einzige Manko, was ich habe mit der Hühnerkanone. Oh mein Gott, stell dich vor, wie amazing das wäre, wenn ich die ganze Zeit schießen könnte und dann hätte ich so 20 Hühner, die halt einfach da so rein speeden und alles einfach nur zerpicken. So, ich mache hier nochmal meinen Party-Trick. Oh, wahrscheinlich geht's hier überhaupt nicht. Ich habe den da drunter platziert. Ah, ist okay, funktioniert trotzdem. Oh mein Gott, guckt mal, wie weit das Hühnchen noch einfach fliegen kann. Achtung, schieß mal eins los von hier, von dem Turm. Einmal hoch. Hui! Und dann knallt es irgendwann gegen die Decke und explodiert, aber das Hühnchen fliegt eine Weile. Ich habe eine letzte Sache, die ich noch gucken muss, okay? Und zwar, gibt es Hühnerbomben? Hier gibt es wissenschaftliches Experiment, C4, Zündbombe, Süßigkeitenbombe. Oh, die können wir uns gucken. Okay, das muss ich noch machen, die Süßigkeitenbombe. Die kann ich mir nicht entgehen lassen. Okay, die Süßigkeitenbombe zünden wir am besten in diesem Wohnhaus. Kommen wir hier rein? Yes! Okay, mal gucken, was hier rausfliegt. Oh, sehr enttäuschend. Gut, das war's dann aber mit dieser Folge Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir in den Kommentar, ob ihr den Hühnerschießer auch so fantastisch findet wie ich. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!